Hallo und herzlich willkommen hier zu meinem ersten eigenen LP. Jetzt geht's nämlich so langsam in die Startphase und ich freue mich mal ein eigenes Let's Play zu machen. Unabhängig von den anderen Jungs. Wie ihr vielleicht erkennt, wenn ihr es erkennt, dann gut, weil man sollte es mal gesehen haben. Das hier ist Golden Sun auf dem Game Boy Advance ist das. Ich habe mich jetzt doch entschieden, ein Nintendo-Spiel zu zocken, weil... Ach, fuck Nintendo, ja, ich bin ja jetzt nicht so geldgeil und brauche hier die ganzen Werbeeinnahmen unbedingt. Von daher kann sich die Nintendo ja gerne snacken, ist mir egal. Mir geht's ja ums Let's Playen. Und deswegen habe ich mich für Golden Sun entschieden. Ich habe das schon x-mal gezockt, ich kann es gar nicht wiedergeben, wie oft ich das gespielt habe. Echt richtig viel. Ganz ehrlich. Interessanterweise, tut mir leid, Leute, ich muss nochmal schnell in die Joypad-Configuration, weil da was nicht stimmt. So, jetzt stimmt alles. So, jetzt haben wir es auch groß gescaled und jetzt geht es los. Natürlich nennen wir uns, wie immer, das Spiel ist auf Englisch. Muss damit leben, muss ich auch mitleben. Aber ich versuche es einfach größtenteils so zu übersetzen. Kann aber bei mir ein bisschen hakelig werden, weil mein Englisch ist zwar jetzt nicht scheiße, aber verbesserungsbedürftig. Dr. Deter, wach auf! Oh, sorry, Mikro. Los! Schatz, wach auf! So, ja, sowas in der Art. Ja, der... Ja, keine Ahnung. Elf Boulder is going to fall. Ich weiß nicht, was da... Also irgendwas wird runterfallen. Ich glaube, es ist... weiß nicht. Ich glaube, es war... Der Vulkan wird ausbrechen. Ich weiß aber nicht mehr genau. Los, Dr. DTH! Wir müssen gehen! Jetzt! Oh, diese Grafik. Dr. DTH, you forgot... du hast irgendwas vergessen. Muss ich mich jetzt einfach angehören. Jetzt... Es macht irgendwas draußen. Puring, keine Ahnung. Geh nicht raus ohne deinen... Was auch immer. Tunic. Ich weiß nicht, was Tunic ist. Keine Ahnung. Hast du alles, was du brauchst? Nee. Ich guck mich hier lieber nochmal um. Es tut mir leid, aber wir haben keine Zeit. Du musst unbedingt hinter mir bleiben. Ja gut, ich dachte, ich kann mich in dem Zimmer noch ein bisschen umgucken. Dem war aber nicht so. Dr. DTH! Dora! Dora! Schnell! Der Stein wird fallen und könnte in jeder Sekunde fallen. Ich muss mich da jetzt unbedingt noch an diese Übersetzung gewöhnen. Ich muss es echt hinkriegen. Kyle! Oder Kylie? Ich nenne sie Kylie. Gibt es eine Möglichkeit, den Stein aufzuhalten? Werden sie es schaffen? Ich denke nicht. Nicht mehr sehr lange weg. Ihr zwei müsst gehen und euch verschanzen. Kommst du nicht mit? Ich muss unbedingt helfen. Ja, ich übersetze sinngemäß. Das finde ich gut. Lass mich dir helfen, Kylie. Es ist zu gefährlich, Dora. Bitte, übernimm einfach die Verantwortung für Dr. DTH. Dr. DTH ist alt genug. Um zu diesem Platz alleine zu kommen. Schaffst du es, deinen eigenen Weg zu finden? Ich denke, wir schaffen das. Du kennst den Weg. Einfach nach Süden und dann zu dem Place. Platz. Vorsichtig. Gut, jetzt können wir das erste Mal selber rumlaufen. Ja, da wohl nicht mehr lang. Da liegt jetzt ein Stein. An dem kommen wir auch nicht vorbei. Es ist ein großer Stein. Das kriege ich von der Kraft her nicht hin. Deswegen gehen wir jetzt erstmal hier in das Haus. Ja, wir haben ja Zeit. Hä? Dr. DTH? Kommst du, um mich mitzunehmen? Ja, meinetwegen. Oh, Entschuldigung, dass ich dich, so erschreckt habe wahrscheinlich. Ja, lass uns lieber zu dem Platz gehen, bevor der Stein fällt. Ich nenne es jetzt mal Stein, ich weiß nicht genau, ob es so ist. Ich hoffe einfach mal, dass es ungefähr stimmt. Wirklich? Komme ich an dem auch nicht vorbei? Nein, natürlich nicht.
Die Farben übrigens, ich finde das richtig schön hier gerade. Ich habe das ja bisher immer nur wirklich auf dem Game Boy Advance gezockt. Und jetzt habe ich über den Emulator echte Farben eingestellt. Deswegen ist das hier schön sauber und bunt. Das finde ich richtig cool. Dr. DTH, what do you want? Ach so, übersetzen. Was willst du? Ich versuche, meine Sachen zu retten. Ach so, ja, ich dachte, ich rede noch mit ihm. Möchtest du, dass ich einfach nur meine Sachen wegwerfe? Ja. Du denkst, ich sollte diese ganzen Sachen vergessen und mein Leben, mein eigenes Leben retten? Eigentlich hast du recht. Okay, lass uns gehen. Gerhard ist deiner Gruppe beigetreten. Deiner Partei beigetreten. Naja, ich sage Gruppe. So, ich weiß aber nicht mehr genau, wo wir lang müssen. Deswegen gehen wir einfach mal hier lang. Das, mal gucken, ob das der richtige Weg war. Ah, der Stein fällt! So, mal sehen, ob ich recht hatte mit Steinen. Ja, ich hatte recht mit Steinen! Oder Brocken wahrscheinlich am ehesten. Aber okay, lass uns bei Steinen. Er ist zu schwer. Ich kann ihn nicht mehr lange halten. Wenn unsere Synergie weg ist, will das, wird Vale, also das Dorf hier, zerstört werden. Wir müssen es anhalten, bis die Dorfbewohner sicher sind. Los Leute, beeilt euch, rennt! Es ist ein bisschen knapp. Los, Dr. DTH, schnell! Der Stein kommt! Ja, tut mir leid, wenn ich mal Fehler machen sollte. Wie gesagt, ich versuche sinngemäß zu übersetzen und bisher hat es ja ganz gut funktioniert. Da liegt jemand! Ja, Rockslide zerstört den Zaun. Monster überall. Hurt pretty badly. Ach so. Ich bin ziemlich krass verletzt. Glaubt ihr, dass ich sterbe? Ja. Ich wusste es. Das war's für mich. Rettet euch selber. Jetzt habe ich aus Versehen ja gesagt. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Bisschen bitter. Oh. Ein Vermin ist erschienen. Unsere Partei attackiert als erstes. Unsere Gruppe, wollte ich ja sagen. Dr. DTHs Gruppe darf als erstes angreifen. So, wir gehen jetzt auf Angreifen. So ein bisschen Pokémon-Style. Haben wir schon irgendwelche Synergien? Nein, wir haben nichts. Also werden wir mit den normalen Attacken angreifen. Schwerter haben wir immerhin dabei. Los, nochmal. Jawohl. 2 Münzen und 2 Experience Points. Yay! Yeah. Oh, das nervt ein bisschen. Ja, wie gesagt, ich hab das Spiel schon ein, zwei Mal gespielt. So, eine Fledermaus, wenn ich mich höre, heißt das Ding einfach nur. Bams! 17 Schaden! Ein Experience Point und eine Münze. Hammer. So, ich glaube, wir sind aber auf dem richtigen Weg. Unsere Mutter hat uns ja gesagt, wir sollen Richtung Süden gehen. Wilder Pilz 1 und Wilder Pilz 2 erscheinen. Wir fangen an. Na dann, normale Attacke. Garrett, du nimmst dir den hier vor. Bam! Bams! Wieder dasselbe nochmal. Dr. DTH, jawoll, mal Mushroom 1 ist tot. Und Garrett mit dem Powerschlag. Wunderbar. 2 Experience Points. 4 Münzen. Ui. Also, habe ich den Satz beendet? Unsere Mutter hat ja gesagt, wir sollen nach Süden gehen. Und ja, ich glaube, wir sind hier richtig. Oh nein, mein Bruder! Oh, scheiße, das ist... der spast. Ah, ich spoiler nicht. Halte aus, Felix! Halte ein, wollte ich jetzt sagen. Felix wird okay sein. Wir finden den Weg, um ihn zu retten. Blup.
Nein, Felix! Jetzt habe ich ein bisschen gestartet, stimmt. Das Seil wird nicht reichen. Wir sollten unsere Synergie benutzen. Habt ihr irgendwas noch übrig? Ich hab meine benutzt. Was ist mit dir, Kaylee, wollte ich den nennen. Ich bin fertig vom Helfen der anderen Dorfbewohner. Also, ja, fertig, weil ich den anderen Dorfbewohner gerade bin. Wir müssen Hilfe holen! Kann Felix sich so lange festhalten, bis wir irgendwelche Hilfe finden? Es gibt nichts anderes, was wir für ihn tun können. Dann, okay, los, holt Hilfe, aber macht so schnell, wie es geht. Jenna, kannst du auch mitgehen? Du wirst Hilfe finden, okay? Dein Bruder zählt auf dich, Jenna. Ich glaube, ich muss das schneller machen, weil die sind ja völlig aufgeregt. Okay, lass uns gehen. Ja, erstmal ins Haus. Ach so, man muss ja durchs Haus gehen, um da ranzukommen. Ich erinnere mich. Ich gehe nach Norden gucken. Du gehst zum Platz. Ach, Plaza, so quasi Marktplatz. Okay. Okay? Ja, Ma'am. Wir suchen noch ein bisschen mehr Synergie, die noch übrig geblieben ist, okay? So, das ist unser Motor. Dr. DTH! Hast du gesehen, was passiert ist? Ja, schon. Ich muss unbedingt Hilfe für Felix suchen. Ich denke, könnt ihr beide helfen? Jenna ist zum Marktplatz gegangen, um Hilfe zu suchen. Geh und sucht schließt euch ihr an. Dieses Intro dauert immer so ewig, bis man wirklich mal anfangen kann zu zocken. Aber es ist einfach schön, die Atmosphäre. Finde ich einfach schön bei dem Spiel. Auch wenn es natürlich hier Game Boy Advance Spiel ist, dadurch richtig hart pixelig, aber mein Gott, ja, ist mir eigentlich ziemlich egal. Vermin appeared und Bat appeared. Die Kämpfe lasse ich mal so auf Englisch, finde ich cooler. Attack! Attack! Dr. DTH attacks! Vermin takes 5 damage! Bat attacks! Garrett takes 6 damage! Und Garrett haut mal richtig rein. So, der Vermin hier verteidigt jetzt, das heißt also, wir fügen ihm logischerweise weniger Schaden zu. Garrett hat nur noch 22 Health Points. Das finde ich uncool. So, jetzt machen wir das Ding mal durch. Jawoll! 3 Experience Points und 3 Coins. Naja, immerhin, also hier geht's nicht lang. Ups. Immer schön südlich halten. Das war der Plan und so machen wir das auch. Also wer das Spiel nicht kennt, das sieht ja im Moment jetzt gerade noch nicht so spannend aus, aber dieses mit den Synergien und so weiter und so fort wird noch echt spannend. Und wir sind jetzt hier wieder beim... Wir sind jetzt hier beim Platz. Geh und hilf den... unterstützt die Älteren. Der Stein ist zu schwer für sie und sie können nicht länger halten. Das ist Mighty, dieses MT. Den mächtigen oder allmächtigen Alpha, Aleph, oder keine Ahnung. Wir können nicht den großen Stein. wir können nicht unser Dorf von den großen Steinen zerstören lassen. Lass uns den Alten helfen gehen. Wir zählen auf euch. Ich werde jetzt nochmal kurz als Zwischenruf. Ich werde jetzt mich am Anfang erstmal darauf konzentrieren, dass ich das in die Reihe kriege mit dem Kopf und mit dem Übersetzen und so. Und wenn ich das mal einigermaßen hinbekommen habe, fange ich an, die einzelnen Stimmen, also für jede Figur, irgendwelche extra Stimmen rauszusuchen. Geht im Moment noch nicht, weil ich mich lieber auf das Übersetzen konzentriere. Großvater! Jenna! Garrett! Dr. DTH! Seid ihr gekommen, um mir zu helfen? Jenna hat mir das mit Felix gesagt. Ist das der Grund, warum ihr hier seid? Gut, Jungs. Jenna könnte eure Hilfe brauchen. Großartig! I'm outcharged. Das ist schwierig. Ich bin komplett aufgeladen. Das ist nämlich... Ja, ich sag's gleich. Wie geht's dir? Hast du deine ganze Synergie wiederbekommen? Genug, um Felix zu retten. Dank dem Synergiestein. Genau, das wollte ich nämlich gerade erzählen. Das ist der Synergiestein, der in diesem Dorf steht. Da kann man die Synergie wieder aufladen. Okay, Jenna. Du hast ihn gehört. Los, schnell zurück. Der Weg könnte blockiert sein von fallenden Steinen. Ihr zwei könnt ihren den Weg zeigen. Danke, Dr. DTH.
Ja, der Name ist echt scheiße zu im Spiel.